Jo, meine Kollegen, was geht? Willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind gerade auf dem Sprint nach Hause, ins Bett. Gut, dass wir, ich glaube, wir sind immer noch gebufft, dass wir schnell laufen können. Zack, 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 zack. 7 von den von den Kristallen. Sehr gut. Historische Saat, Alter, ist ja voll geil. Ja, okay, wir haben es noch verkaufen können und wir jumpen gleich ins Bett. Jo. Und sammeln Stufe 5, wähle einen Beruf. Förster, Bäume lassen 25% mehr Holz fallen. Sammler, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesamter Gegenstände verdoppelt. Boah, gute Frage. Ich glaube eher das hier. Wir sind eher ein Sammler. Ein bisschen Geld. Tag 28, das Monat neigt sich dem Ende zu und die Saison sollte auch schon bald wechseln. So, ist wieder schön draußen. Wie sieht's aus? Es ist alles ready. Oh mein Gott, es ist einfach alles ready. Wir werden so viel Geld bekommen. So. Geode. Historisches Saatgut können wir selbst verwenden. Hydrogel. Alles ein bisschen sortieren hier. Und drinnen, bei uns können wir auch jetzt mal ein bisschen was aufhängen. Das sieht ganz schön aus. Ja, gefällt mir. Ein bisschen Inneneinrichtung, es schadet echt nicht. So. Brauchen wir nämlich auch nicht mehr so viel gießen. Was halt ultra gut ist. Wenn wir jetzt eh alles ernten. So, jetzt geht's ab. Seht es euch an, alles ist so gut. Richtig, richtig nice. Alter, das wird viel Geld. Dann sind wir gewappnet für den Sommer. Können einen Haufen Saat kaufen. Sind sowas von ready. Alter. Ja, läuft. Läuft sehr, sehr gut. Ist auch ein Löwenzahn? Okay. Ich glaube, im Sommer kann man auch Mais pflanzen. Auf den werden wir uns auch stürzen. Weil Mais ist halt richtig, richtig ergiebig. Mais ist halt eine Pflanze, die halt öfters was liefern kann. Und wenn man die früh genug pflanzt, dann hat man da richtig, richtig viel davon. So. Was soll ich machen? Ah ja, wir haben ja neue Rezepte auch. Diesen Ring vor allem. Solaressenz imitiert ein konstantes Licht und vergrößert auch deinen Radius zum Sammeln von Gegenständen. Okay. Robuster Ring halbiert die Dauer von negativen Statuseffekten. Lebenselixier. Gut, dass wir die Pilze haben. Oh, das ist ja richtig geil. Lege sie ins Wasser, setze einen Köder hinein und schaue am nächsten Tag nach, ob du irgendetwas gefunden hast. Also gefangen hast. Können wir auch mal machen. Aber das müssen wir auch auf jeden Fall bauen, den Zapfern. Das können wir, glaube ich, auch machen. Wie so ein Kupfer. Holz müsste auch noch ein bisschen was da sein. Ja, zumindest eins können wir sich bauen. Können wir das nämlich hier hinklatschen? So.
Super. Können wir hier auch mal endlich alles aufräumen? Die Bäume werden wir sowieso nachpflanzen. Und hier sind eh noch ein paar Setzlinge. Aber das Sammler-Perk ist halt jetzt richtig, richtig gut. Bekommen wir jetzt einiges. Ja. So, das Hartholz. Hartholz ist super wichtig. Vor allem, wenn wir unser Häuschen dann mal erweitern wollen. Apropos Häuschen erweitern, ich möchte dieses Freundschaftshäuschen auf jeden Fall demnächst mal bauen. Da gehen wir dann gleich zu Robin. Kommt man halt nur zwei Hartholz raus. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir aus der Mine schneller viel Hartholz bekommen, aber dem ist scheinbar nicht so. Ah, und da sind Würmer. Steine. Und ab in die Pilzhöhle. Sneakt man sich das Zeug. Super geil. Die sind jeden Tag ready. Wahnsinn. Immer noch einen Zapf haben. Sieht noch ein Zapf aus? Es geht sich tatsächlich noch einer aus. Machen wir drei Zapfhähne. So viel Zeug zum Verkaufen. Richtig cool. So, den Lauch. Ah ja. Das können wir für den Sommer verwenden. Genauso wie das Hydrogel und so. Ansonsten 60 Hartholz, okay. Ich nehme aber Steine und Holz ist auch noch mit, weil damit wir das bauen können mit Robin. Ja, so machen wir das. Boah, sind auch ein paar Pflanzen. Es ist halt so gut, dass man halt gleich das Inventar-Upgrade hat. Man kann so viel mitnehmen und bekommt halt dadurch halt so viel mehr Zeug zusammen, das man verkaufen kann. So, hier steht wieder was drauf. Ich suche nach jemandem, der mir Kupfererz alter klingt. Nämlich jetzt 30. Nehmen Sie einfach wieder an. Sonst wo was? Nee. Dann essen wir mal. Ah ja. Gunther. Der gute Ole Gunther.
Ich habe nicht geguckt, ob heute wer Geburtstag hat, aber ich glaube, heute war ein Tag, wo niemand Geburtstag hat. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich kann deine Route nicht aufhören, abzuklappern. Weil hier einfach auch so viele tolle Sachen liegen können. Jetzt haben wir zwei Muscheln bekommen. Das ist schon mal das Sammler-Perk. Also wir können hin und wieder das Doppelte aufheben. Was halt ultra geil ist. Und das gilt halt nicht nur so für diese Sachen, die hier liegen, sondern auch, denke ich, für unser Erzeugnis. Das wir halt ernten. Trilobit haben wir bereits abgegeben. Super. Ich glaube, wir haben die richtigen Perks genommen. Ja, bin zufrieden. Hier ist auch noch. Hier sind auch noch ein paar Würmchen. Und eine Steine. Okay. Robin hat bis 17 Uhr offen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Boah, es wird wieder so knapp. Hier wurde aufbrechen, zack. Keine Ahnung, was das ist. Sandstein. Ist auf jeden Fall was, was wir hingeben können. The fuck. Was hat heute nicht offen? Nö! Bitte, Robin, bleib noch ein bisschen da. Ich bin schon auf dem Weg. Robin! Alter. Was das immer für ein Stress ist. Ich hoffe, die hat heute offen. Ich weiß das ja alles nicht. Ich versuche es mir zu merken, aber ich weiß nicht alles. So, Robin, bitte sag mir, dass du da bist. Sie ist da, okay. 10.000 brauchen wir dafür. Also wir brauchen 10.450 450 Holz brauchen wir und 10.000 G. Das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Brunnen könnten wir rein theoretisch auch bauen lassen. Hühnerstall ist eine Quest. Wir bauen uns das jetzt mal. Also ich werde das Häuschen hier ziemlich geil. Aber hier stehen genau die Fackeln. Ist sonst noch ein Platz? Nee. Ich weiß nicht, ob es da oben wirklich so toll ist. Das letzte Eck. Ich würde es einfach mal hier hinpflanzen. Hütte ist bereits vorgebaut, deswegen gibt es keine Aufbauzeit. Ist das nicht bequem? Was zum Teufel? Okay, wir können es immer noch bewegen. Das ist super. ein Brunnen? Ich weiß ja nicht. Ich will mir dann... Warte, wo war das? Hühnerstall kommt woanders hin. Vier Stalltiere. Ich glaube, das kommt neben direkt neben mein Haus hin. Ja, ich glaube, das ist ein guter Call. Morgen bekommen wir eh einen Haufen Geld.
Schauen wir mal. Ich glaube, hier wäre doch ein Brunnen sau sweet. Ich meine, ein Brunnen ist halt nicht so sinnvoll, wenn er direkt neben einem See gemacht ist, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Klatschen, glaube ich, hier hin. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Brunnen zu arbeiten. Sweet, danke. So, eine grüne Couch, eine kleine Pflanze, Werkbank. Wenn du hier handarbeitest, hast du Zugang zu Materialien in allen angrenzenden Truhen. Du kannst zur Überprüfung der Ladenöffnungszeiten und des Inventars verwendet werden. Interessant. Naja, wir haben halt gerade kein Geld. Kalender ist auch sicher gut für zu Hause. Holzfeuerschale. Ziegelboden. Strohboden. Fernseher haben wir schon. Nö, ich glaube, wir brauchen nichts mehr. Ich glaube, wir haben alles von ihr. So, wieder ein Haufen Zeug zum Verkaufen. Ja, und die restliche Zeit verwenden wir wieder in der Mine, damit wir weiterkommen. Einfach mal snaggen. Fünfzig haben wir schon, okay. Wir sind Kackgeist. Ich glaube halt wirklich, dass wir den nicht kaputt machen können. Mach dich kaputt, Junge! Piss dich! So. Das mit dem Geist ist ein bisschen nervig. Geh weg von mir. Geh weg jetzt. Yes. Okay. Komm, verpiss dich, Alter. Brauch dich hier nicht. Nee. Fuck. Muss ich weg. Ein Diamant, oh mein Gott. So, weg. Alter, und schon wieder so ein verkackt. Oh Gott, das sind so nervige Viecher hier. Einfach draufkloppen die ganze Zeit.
Komm schon, drop den Durchgang. Drop den Durchgang. Da ist er. Puh, Alter, schwere Geburt. Richtig schwere Geburt. So, 21.30 Uhr bis Ebene 54, also 55 schaffen wir es hier noch. Wenn wir jetzt geschmeidig den Weg finden würden. Komm schon. Komm schon, wir schaffen's. Da ist er. Okay. Ebene 55, das tut's für heute. Wir gehen wieder hoch. Ich will jetzt keinen. Also einmal keinen Stress, wenn wir zurückgehen haben. Ich glaube, das sei mir vergönnt. So. War schon das Haus unseres Freundes. Oh. Das gehört jemand anderen. Okay. Können wir aber auch mal den Kamin einschalten. Ganz sweet. Sorry. Ansonsten haben wir alles hier. Zack, zack. Ah, vielleicht können wir noch. Ah, Trilobit können wir noch verkaufen. Das haben wir schon im Museum stehen. Zack. Inventar wieder aufgeräumt. So hat man noch kurz, dass wir hier unsere Barren rausbekommen und dann ab ins Bett. Ich weiß, dass es spät wird. Und ja, das ist auch schon wieder das Ende des Parts. Wir sind echt schon weit. Und ich freue mich schon auf den Sommer. Der müsste eigentlich morgen sein. Morgen müsste der Beginn des Sommers sein. Es stand ja bis 28. geht der Frühling. Oder beziehungsweise dieses Monat. Also von dem her. Naja, so wie es aussieht, braucht das Eisen zu lange. Also haben wir uns gleich mal ins Bett. So, ab ins Bett. Hofarbeit Stufe 6. Plus 1 Gießkanneneffektivität. Plus 1 Hackeneffektivität. Hartholzzaun, Käsepresse und Qualitätssprinkler. Oh mein Gott, yes! So, ein Haufen Kohle. Richtig geil, der Diamant bringt uns gleich mal 57. Läuft. Sieht super aus mit den Finanzen. Und erster Tag im Sommer. Richtig, richtig nice. Oh, wir freuen uns schon drauf. Jetzt geht's richtig ab. Liebe Leute, aber wir werden uns erst im nächsten Part mit dem Sommer auseinandersetzen und den ganzen neuen Dingen, was es hier in dieser Jahreszeit gibt. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe euch auch. Wie immer, lasst eine Bewertung da und checkt die Videobeschreibung aus. Da ist ein Discord-Link drinnen. Könnt ihr gerne beitreten, meinen Discord-Server. Und dann verpasst ihr auch keine Videos und keine Streams mehr. Und gerne könnt ihr auch ein Abo da lassen auf meinem Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen und extrem unterstützen.
Naja, liebe Leute, ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao.